Schnipp ist jetzt sehr gut. Oh, ich habe nicht viel Munition für das Ding. Mist, habe ich bestimmt irgendwo in meiner Kiste rumliegen. Naja. Schauen wir mal. Ob wir das noch kaputt kriegen da. Der schwankt so krass, mein Charakter. Aber die Waffe ist, glaube ich, eh so ungenau, dass es eh wurscht ist. Ich bin bis jetzt nicht überzeugt von dem Ding. Hey, na, das war schon... It's very effective, muss man schon sagen. So, mich hat jemand gesehen oder gehört oder bemerkt, aber wo? War das ein One-Hit-Kill? Nee, ich glaube nicht. Oh, Munition aus. Ah, ungünstig. Wirklich ungünstig. Aber da habe ich bestimmt Munition in der Kiste. Da schauen wir, wenn ich das nächste Mal sterbe. Weil eigentlich, glaube ich, ist das vielleicht ganz gut. What? Oh Gott, ich wurde gerade überrannt von einem. Was hat er jetzt davon? Ich hätte gehofft, dass wir hier vielleicht doch irgendwo schnell eine neue Basis finden, ein neues Hauptquartier, aber wer weiß. Ich fürchte, noch eine Konfrontation überlebe ich nicht. Eigentlich hätten die das im Winter und statt Fahrrad Ski machen sollen. Hätte man auf jeden Fall machen können. Ich glaube, es gibt sogar jetzt ein Update oder eine Erweiterung, die irgendwas mit Winter ist oder so. Wenn mich nicht alles täuscht. Zumindest der Update-Screenshot impliziert das so ein bisschen. Aber ich habe eh zurzeit das Gefühl, ich weiß nicht, woran es liegt, mit Horizon, dem Add-on, Horizon Zero Dawn Add-on und Wasteland 3 und auch dem neuen State of Decay, dass Winterlandschaft die neue postapokalyptische Wüstenlandschaft ist. Würde mich gar nicht wundern, wenn Fallout 5 oder so, wenn das doch mal angekündigt wird, irgendwie doch in Alaska oder so spielt plötzlich. Also ich meine, Alaska wären ja auch die USA insofern. Aber ja. Und Apokalypsen sind auch sehr bunt und fröhlich geworden, ist mir aufgefallen. So Rage. Und ich glaube Mad Max, ich glaube der neue Mad Max Film hat das so ein bisschen ausgelöst. Diese Farbenfreude im Ödland. Ein cooler Film. Karte und Niederschrift eines Telegramms.
Auf dieser Karte der Region Övarbeisletten ist ein Bereich des Ostufers vom Fluss Övarbein eingekreist und die Worte Altes Bereitschaftslager für Gesamtverteidigung steht daneben. Daneben befindet sich eine Nachricht, die eine Niederschrift eines Telegramms in Morsecode zu sein scheint. ZZZZ Marbes und so weiter. Soren Kommandobunker. Klasse SVH dringend. Bauernhof Östramark. Aufgezeichnet als altes militärisches Bereitschaftslager. Teil des nationalen Gesamtverteidigungsprogramms und so weiter und so fort. Okay. Irgendwo ist ein Bauernhof. Du hast eine Landkarte im Telegramm gefunden, die verrät, dass ein gewisser Magnus Ortmann, Besitzer des Bauernhofs, bla 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 bla. Also es gibt irgendwo einen Bauernhof, wo es wahrscheinlich coole Waffen gibt. Sind diese maskierten Leute eigentlich wirklich schwedische Militärheinis? Und wenn ja, warum haben die alle die gleichen so Camouflage-Masken auf? Hilft das gegen Roboter? Nein, anscheinend nicht, sonst wären sie nicht tot, wenn es wirklich effektiv wäre. Aber was ich eigentlich fragen wollte ist, oder ist das eher so eine Miliz, die sich hier schon gebildet hat? Ich weiß nicht genau, wie lange unser Protagonist auf seinem Inselurlaub war eigentlich. Schon blöd, oder? Stellt euch vor, ihr kommt vom Urlaub heim und dann seid ihr noch nicht mal so ganz in eurer Wohnung angekommen und dann merkt ihr schon, na super, die Apokalypse ist ausgebrochen, während ich nicht da war. Natürlich typisch, dass das jetzt passiert, denkt man sich dann. Na toll, die Robo-Apokalypse. Hey, warte mal, ist das ein Polizeiauto? Nee, oder? Doch, Police. Könnte man mal gucken, ob die vielleicht Munition oder sogar Waffen irgendwo in dem Auto haben. Ja, was haben wir denn da? Stuff? Aus der Richtung wird mir die ganze Zeit angezeigt, dass mich irgendwer sieht oder wahrnimmt oder zumindest erahnt. Und ich möchte das nicht. Ist das ein Flughafen da oben? Es sieht so aus, als wäre das ein Flughafen da oben. Ich meine, unser eigentliches Ziel ist noch sehr, sehr weit weg. Vielleicht gehen wir mal zu dem Flughafen. Könnte gut sein. Die apokalyptische Wüste wird halt selten cool dargestellt. Na, zumindest ist sie vielleicht einfach jetzt nach 40 Jahren, wirklich, ist es wirklich so, nach 40 Jahren filmischer und videospielischer Darstellung einfach schon ein bisschen abgedroschen. Aber ich glaube, man kann aus jedem Szenario ganz viel rausholen, wenn da gute Designer und gute kreative Köpfe dahinter stehen. Und dann so ein bisschen gefühlt mit The Last of Us. Aber ich bin mir nicht sicher, ob es da vorher schon andere Einflüsse gab, wahrscheinlich. Aber so ein bisschen mit The Last of Us ging es dann los, dass so diese Rückkehr der Natur in die Postapokalypse eingeflossen ist. Und dass da teilweise so schöne, zerstörte Landschaften entstanden sind. Da kam dann noch Horizon und ein paar andere Sachen. Und durch den neuen Mad Max-Film, oder das ist so der Anfangspunkt, den ich so ausmachen kann, kam dann dieses bunte, knallige, ein bisschen abgedrehte mit rein noch. Okay, Luftwaffenstützpunkt, 4 Waffen und mehr. Ist aber auch ein großes Gebiet. Aber vielleicht eine gute Waffe
oder mehr. Hoffentlich auch ein Lager. Ein Schnellreiselagerpunkt. Na gut, wir müssen erstmal einen Eingang finden, schätze ich. Man könnte schon mal da unten in den kleinen Lager gucken. Oder sind das nur ein paar parkende Autos? Das sieht so aus, ne? Ich hab Angst. Ein kaputter Bot. Okay, viele zerstörte Roboter hier. Ich sehe gerade keine intakten. Sogar ein großer kaputter. Okay. Hier war anscheinend Action. Aber die sind nur zur Dekoration, oder? Kann ich leider nicht looten. Schade. Oh, doch. Kann ich. Oh, oh. Das sind anscheinend nicht alle kaputt. Irgendwas hat mich gerade gesehen. Ah, eine Drohne nur. Kann trotzdem Verstärkung rufen. Ich hack die mal, weil dann, wenn sie gehackt ist, kann man die ganz gemütlich aus der Nähe wegschießen. Ohne dass sie Verstärkung ruft. Hat sich da gerade was bewegt? Oder war das nur der Rauch wahrscheinlich? Ich bin schon ganz... Ich habe gerade echte Granaten gefunden, glaube ich. Richtige Granaten. Auf sowas warte ich schon lange. Bin ich gerade echt in den Stacheldrahtzaun gelaufen und deswegen... hey, wie ist das eigentlich? Wenn ich überladen bin, kann ich nämlich nicht schnell reisen. Und wenn ich mich einfach töten lasse? Nur mal so gefragt, wenn ich dadurch nichts verliere... Kann ich dann einfach überladen? Ich glaube, das hier, was wir hier sehen, ist so ein ganz großer Kampfläufer. So welche haben wir noch nicht mal getroffen. Uiuiui, Tiffy, das wird lustig. Da stehe ich dann mit meiner kleinen Wasserpistole und mache pum, pum, pum. Na, wunderbar. Hallo, Animimiperium. Du solltest lieber einen Korb ausprobieren. Ach so, Koop wahrscheinlich, oder? Das war wieder autokorrekt. Solo machst, das ist wesentlich schwieriger. Ja, ich weiß, das habe ich schon gelesen. Aber... Das hilft nichts. Ich liebe die Gefahr. Und ich habe auch sehr leicht gestellt, weil ich im Vorfeld schon gelesen habe, dass das Spiel sehr schnell im Singleplayer sehr, sehr schwer wird. Und am Anfang im Tutorial-Gebiet dachte ich mir noch so, oh ja, komm hier. Also Tutorial-Gebiet, der erste Landzipfel, über den man so gehen darf. Da habe ich mir noch gedacht, na, ist vom Wegen schwer hier. Zwei so Hündchen, bam, bam. Und jetzt, wo die Großen kommen, ist es schon... Plötzlich waren alle meine angesammelten Heilmittel weg. Ich weiß gar nicht, wie das passieren konnte. So ist das eben. Du verlierst die Ausrüstung zu dem Punkt, wo du gespeichert hast. Wirklich ist das immer noch so, weil irgendwie hat das Spiel ja neuerdings, oder was heißt neuerdings, aber mittlerweile auch so ein Autosave-Feature und speichert immer wieder mal, nicht nur, wenn ich in die Basis komme. Ich verstehe das Spiel nicht. Das Spiel ist in seinen Regeln teilweise so uneindeutig, finde ich. Aber ich heile mich lieber mal ein bisschen. Kann ja nicht schaden. Alle 30 Minuten speichert. Okay, alle 30 Minuten speichert. Das ist ja schon mal was.
Aber das ist wirklich komisch, weil dann bleiben quasi alle beschädigten Gegner beschädigt und alles, was ich in der Welt verändert habe, ist verändert. Aber mein Loot wird auf das letzte Safe Game zurückgesetzt? Wirklich? Hallo, Bika, wie geht's? Hier war auf jeden Fall eine ordentliche Party los. Meine Güte. Ich finde das immer lustig, wenn man aus dem Motorblock einfach so eine Handvoll Metall rausreißt. Und in die Hosentasche steckt. Wir haben schon wieder ganz schön viel Kleidung gefunden. Dann müssen wir irgendwann mal wieder eine Modeshow machen. Wenn wir das nächste Mal in der Safe Zone sind, in einem Bunker oder so. Hey, ist das hier die Ruhe vor dem Sturm? Kommt jetzt gleich der Supermonster-Boss? Oder wie? Oder was? Es ist ein bisschen unübersichtlich. Ich weiß nicht, wo ich schon war und wo noch nicht. Ist mir selbst oft genug passiert, also wir ja. Den ganz groß. Also ich habe bis jetzt erst einen. Hier bin ich. Ich habe bis jetzt erst einen von den vorgrößten, den noch nicht ganz größten getroffen. Naja, plündern wir hier mal, was geht, ne? Wenn hier so ein sicheres Gebiet ist, ohne Gegner und voller kaputter Gegner und so, dann packen wir ein. Ah, beim Flughafen kommen die ganz Großen. Na, dann bin ich gespannt. Ja, auf solche Waffen warte ich schon lange, Mensch. Ich hätte gern mal irgendwie was mit ein bisschen mehr Kablamo. Aber das wird sich schon geben. Das wird sich schon finden. Eins nach dem anderen. Vielleicht finden wir eh. Ich meine, auf dem Flughafen gibt es vier Waffen. Schauen wir mal, ob da was Schönes für uns dabei ist. Ansonsten habe ich vor, dass ich die großen Grünen mit meinem Revolver kaputt schieße. Kann ja nicht so schwer sein. Vielleicht wäre eine Wasserpistole wirklich effektiver. Ich weiß nicht, wie gut die abgedichtet sind. Könnte schon sein. Wäre dann blöd bei Regen. Aber vielleicht sind die nur von oben gut gegen Wasser geschützt. Und wenn man so von schräg unten mit der Super Soaker reinschießt, dann sofortige Explosion. Könnte sein. Wartet mal kurz. Ich würde ungern den in die Arme rennen, aber wo ist denn, ist der Eingang hier? Genau auf der anderen gegenüberliegenden Seite. Dann gehen wir jetzt aber in die andere Richtung am Zaun entlang, das kürzer. Vielleicht finden wir irgendwo ein Loch oder so. Und wenn nicht, dann halt nicht. Ich habe gerade ein 3-Kronen-Scharfschützengewehr gefunden. Für das habe ich leider keine Munition dabei. Aber das ist eigentlich bis jetzt so ziemlich meine beste Waffe. Ach ja, genau, ich bin hier überladen, deswegen kann ich nicht sprinten. Wo ist denn das letzte Safe House? Das ist schon ein Stückchen entfernt, ne? Ich guck mal, ich habe vielleicht ein bisschen Waffen, die ich gar nicht unbedingt brauche. Zum Beispiel das hier, das kann man ablegen. Ablegen auf X. Da bin ich mir immer nicht sicher. Die hebe ich mal lieber noch auf, wegen verschiedenen Munitionstypen schon alleine. Ist das vielleicht nicht blöd? Aber ich bin so überladen. Damn, was habe ich denn hier noch? Ah, ich habe eine Klauke 17 gefunden.
die wäre ein bisschen besser, zumindest vom Schaden, als meine Standardpistole. Die wäre vielleicht ein guter Kompromiss zwischen Möller und Magnus. Die Klauke. Nehmen wir die 2-Sterne-Klauke mal als Pistole. Warum nicht? Lass mich mal schnell schauen, ob wir hier irgendwelche Mods haben. Nö, leider gar nichts. Schade. Naja, dann würde ich sagen, YOLO, weiter geht's. Ach, guck mal, der ist ja voll durch den Zaun gefallen. Das sehe ich jetzt erst. Das ist ja nett.